Helfen, wo Not ist, ohne vorerst Fragen zu stellen, warum jemand in eine schwierige Lebenslage gekommen ist. Das ist eine vinzentische Grundhaltung. In Tirol gibt es schon 60 Vinzenzgemeinschaften mit rund 600 Mitgliedern. Das Einsatzgebiet beschränkte sich bisher auf eine Pfarre oder einen Stadtteil. Im Seelsorgeraum Buch, Straß und Schlitters haben nun drei Gemeinden zusammen eine Vinzenzgemeinschaft gegründet. Ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass wir besonders im Tiroler Unterland, wo die Vinzenzgemeinschaften noch eher in der Minorität sind, eine Vinzenzgemeinschaft gegründet wird, weil ich einfach finde, dass soziale Not, überhaupt die Not in unserem Land sehr groß ist, besonders auch in den Gemeinden, wo sie vielleicht nicht gerade augenscheinlich sichtbar ist, aber doch latent vorhanden, in verschiedensten Ausprägungen. Wir haben sehr engagierte Leute und ich habe im Zuge der Personenfindung auch auf die sozialen Arbeitskreise zurückgreifen dürfen. Die sozialen Arbeitskreise werden in unsere Vinzenzgemeinschaft integriert, sodass vom sozialen Arbeitskreis jeweils eine Person im Vorstand vertreten sein wird. Für die Tiroler Vinzenzgemeinschaft lautet das Ziel für die Zukunft, in möglichst vielen Seelsorgeräumen eine Vinzenzgemeinschaft zu gründen. Und man darf nicht vergessen, dass einfach die wirtschaftlichen Ressourcen allgemein in unserer Gesellschaft knapper werden. Die neue Armut, ja auch von der Caritas schon seit vielen Jahren angesprochen wird und darauf hingewiesen wird, dass sich die in unserer Gesellschaft verstärkt. Und da sind, denke ich, gerade die Vinzenzgemeinschaften ein wohltuender Gegenpol, der hilft, der zum einen materiell hilft, aber auch in der einsamen Begleitung und in anderen Aspekten einfach Unterstützung gibt und eine gewisse Solidarität und Herzenswärme in die Gesellschaft hineinträgt. Nach der Gründerversammlung findet in der Kirche von Rotholz eine Gründermesse statt. Viele Gläubige sind bei der Messe anwesend. Daraus ist zu erkennen, dass die neu gegründete Vinzenzgemeinschaft einen sehr großen Stellenwert hat. Eine Vinzenzgemeinschaft ist ein Verein für Jung und Alt. Sie kümmert sich um Mitmenschen in einer Gemeinde, die in Not geraten sind oder sonst Hilfe brauchen. Jährlich schütten die Tiroler Vinzenzgemeinschaften rund 450.000 Euro an finanziellen Hilfen aus. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Spenden. Mit rund 1 Million Mitgliedern sind die Vinzenzgemeinschaften die größte ehrenamtliche Laienorganisation der Welt.